Schöne Woche. Ja. Hoi, da ist der Schmiedi. Hoi, Schmiedi. Schön, dass du da läutest. Ich denke, die Leute einfach mal an und fragen, wie es dir so geht. Schön. Ja, und? Was und? Ja, wie geht's dir? Super. Ja, weißt du, ich denke, vielleicht bist du ganz allein zuhause und hast vielleicht mal den Plausch, wenn einfach mal jemand anruft und fragt, so, wie geht's? Oder ich habe das ja einmal auch so, da bin ich, wenn ich allein zuhause bin. Da freut es mich mal, wenn irgendjemand anruft und ein bisschen fragt, oder? Könnt ihr da irgendetwas unternehmen? Nein, nein. Hallo? Hallo? Das ist jetzt keine Zeit, das ist jetzt Musik gehalten. Mal wählen. So. Ja, Lindisbacher. Ja, das ist nochmal Schmiedi, du. Nicht der Schmiedi, du. Hast du einfach aufgehängt? Ich habe dich aufgehängt. Die Linie ist auf einmal unterbrochen. Ja, da weiss ich, was los war. Oder? Eben, du, es ist doch so schönes Wetter. Und morgen auch, oder? Und ich dachte, wir könnten doch morgen etwas machen, etwas unternehmen bei diesem schönen Wetter. Das Kino. Ins Kino. Wir könnten, sagen wir mal, Ski fahren. Da könnten wir einfach am Morgen zack früh raus, dass wir schon am 9 Uhr oben wären. Da könnten wir ein Käfer nehmen, nachher gerade ein bisschen reissen. Weißt du, auf Piste und um 12 Uhr könnten wir vielleicht noch zum Max, weißt du, der hat doch so gegessen, der hat doch so feine Sennerösti. Das ist immer so schön. Ja, weißt du, könnten wir wirklich rotzen. Du, Schmiedi? Ja? Hast du gefragt wegen morgen? Ja, morgen. Morgen ist schlecht, weil morgen ist. Morgen kann ich nicht, weil ich kann. Ich habe KW. Was? Ich habe KW. Weißt du, ich habe KW. Was hast du KW? Zahwe, Schmiedi, Zahwe. Die Zahn tut mir weh. KW. Brust, ich kann kaum reden, es tut mir alles so gern weh. Ja, also, was zahmen, da könnten wir doch Zahwe. Nein, Schmiedi, weißt du, KW ist so fest, ich kann morgen unmöglich mit dir gehen, weil ich bin morgen. Ich. Und. Was? Für. Ich führe mir und dann und führe aber ist mir und unterbrech Natte kaputt. Tschüss. Nee. Hallo? Das, die Natte, ich sag's immer wieder, das ist ein Zeichen. Aber ich habe mir ja gar nicht aufs Natte angerufen. Gesucht wird der neue James Bond. Was ist denn das? Im Hinblick auf die Neuverfilmung von Agent 007 in Mürren sucht man einen neuen geeigneten James Bond. Sind sie gross, ja, schlank, ja, sportlich, gut aussehend und elegant? Die suchen ja mich, das gibt's ja gar nicht. Und haben sie schwarze Haare? Das ist schwarz. Was Kohlenschwarz, kann man sagen, Hanni? Die suchen wirklich genau mich. Dann melden sie sich vor Ort. Das mache ich. Ich gehe auf Mürren und werde der neue James Bond. Hey, ihr zwei, möchtet ihr auch mit an diesem James-Bond-Casting? Ja, klar. Ja, ich auch. Ja, aber du musst dich das auch noch etwas anders anlegen, hä? Ja, vor allem musst du schwarze Haare haben. Was ist? Ja, man muss schwarze Haare. Ja, man muss dunkel. Also dunkelblond auf jeden Fall. Ich bin nicht aus. Der neue James Bond macht das ohne zu mürren. Hey, mürren! Hat er verstanden, oder? Ja, nicht. Ah, dort hat sie ein Gepäck weg. Wunderbar.
Entschuldigung, darf ich nicht schnell? Ja. Merci. Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage des Bahnhofvorstandes. Bitte benutzen Sie auf keinen Fall die Gepäckwagen. Diese wurden nämlich frisch lackiert. Entschuldigung. So. Sie, er ist frisch lackiert. Ja, 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 ja. Das glaube ich einfach nicht. Halbschuhe, du El! Der hat mich so verrückt gemacht, der Typ. Ja, wieso denn? Ja, er schnappt mir das letzte Wägeli vor der Nase weg. Jetzt muss ich die Ware leider ins Hotel schleppen. Ah, ja, ich kann Ihnen natürlich schon etwas helfen. Ja, würden Sie das? Ja, natürlich. Schnitt. Ja, das ist doch eine riesige Sache. Der Film ist also total professionell wie der aufgezogen. Und für diesen Film habe ich quasi die Hauptrolle schon auf sich. Ja. Ja, ja. Also zu 99% bin ich der neue James Bond. Ja. Ja, das ist interessant. Aber hat der James Bond nicht dunkle Haare, muss ich? Ja, schon. Ich habe ja auch dunkle Haare, Schwarze. Also, es ist jetzt einfach, weil die Sonne ein bisschen reinscheint, dann habe ich ein bisschen Rotschimmer vielleicht. Ja, ja. Ah, schauen Sie, das ist das Hotel. Wir sind da. Ah, ja. Hängt doch gleich noch. Ja, danke. Danke schön, ja. Das ist gern geschehen. Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Siehst du, noch nie schwarze Haare gesehen. Habe ich selber gemacht. Ohne Waffe. Perfekt, oder? Der Anzug. Modelgröße. Dann zeige ich es. Ding, 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 ding. Hey, schau jetzt, da kommt noch eins ein. Hallo zusammen. Es ist ein bisschen komisch, dass ich etwas später komme. Also, es ist so, weil ich kann. Ich bin eigentlich. Also nicht, dass das Gefühl habe, ich hätte verschlafen. Nein, nein. Ich bin mehr einfach. Bin ich vom. Ja, das ist ja sie. Sie sind gleich einem Kollegen von mir. Wenn sie rote Haare hätten, dann sieht sie aus wie der Schmiedi. Ha! Ich denke, sie ist Schmiedi. Schmiedi? Ja, mein Schmiedi. Ja, tatsächlich, das ist Schmiedi. Schmiedi. Was machst du da? Was machst denn du da? Ich hab gemeint, du hättest Zahnweh. Oh ja, du. Jetzt, wo du das gerade sagst, ich hab brutal Zahnweh. Aber brutal. Das tut mir gar nicht. Ich schmeck, ich sag, das tut mir brutal weh. Wobei, jetzt ist immer so schlimm. Und du hast doch wieder James Bond unter den Nagel reissen und mir nichts sagen. Sehe ich aus wie einer, der sich den James Bond unter den Nagel reissen will? Mit dieser Frise aber sicher nicht. Und dann du mit dem da, hä? Was willst du mit dem sagen? Ja, das ist mit dieser Schuhwichse im Haar, das ist alles, da drückt alles durch, das ist alles rot da. Wahrscheinlich. Das ist alles rot. Hey, schau, zwei. Die Regisseurin kommt. Was, eine? Herzlich willkommen, geschätzte Kandidaten. Gepäckwägeli Lackierer und 99%ige James Bonds. So, meine Herren, Sie wissen, um was es geht. Sie sind an einem Casting. Wir suchen jetzt den neuen James Bond. Ich verspreche Ihnen, es wird ein Herzauswahlverfahren. Für die einen wird es streng, für die anderen sehr streng. Jetzt habe ich ihr gut. Das habe ich fast nicht gehört. Ich habe ihr gar noch nicht gut gesagt. Ja.
Liegestütze ist abgeschlossen. Weiter geht's mit Karate. Ja. Ja. So, Nahkampf ist ein weiteres wichtiges Element in einem klassischen James Bond. Das proben wir jetzt. Da ist unser Gegner. Hallo zusammen. Und ich würde sagen, René, komm du doch gerade mal als Erste. Nein, nicht schon wieder ich. Hey, den magst du jetzt auch mit links. Links. Ja. Oh, gut, ja, zack, ja, gut. Oh, super. Super, sieh, hey, hast du mir echt Hicke? Ich kann nicht wirklich Kari. Jetzt proben wir etwas Spezielles. Mich nimmt's Wunder, wer von euch den Spagat kann. Schmidi, komm doch du. Jawohl. Super Sache, Schmidi. Röhre. Oh nein, du nicht das auch noch. Also. Bin schon drinnen. Nie drinnen, ne? Da musst du doch mehr ab. Ja, ich bin doch ja, jetzt bist du doch sauber drinnen, tipptopp, René, ganz schön. So, jetzt üben wir ein richtiges Umkehren, das heisst abrollen. Schmidi! Super, Schmidi. So, jetzt kommen alle mal hierher. Du auch, René. Küssen, das ist ein weiteres wichtiges Element. Das muss jeder James Bond können. Darum üben wir das jetzt auch mit dieser Puppe. Schmidi. Ja, küssen. Küssen. Puppe. Gut gewesen. Na ja. René? Küssen. Ach, nein, jetzt muss ich noch küssen. Jetzt ist mir alles gleich. Jetzt küsse ich dir noch ab.
Denn ich kann es nicht besser, aber länger. Hey, Schmiedi, jetzt haben wir es geschafft. Einer von uns weiss den neuen James Bond. Ja, und René, auch wenn du nicht bist, wir bleiben doch Freunde. Ja, ja. Ah! So, meine Herren. Nach reiflicher Überlegung habe ich meine Wahl getroffen. In der Rolle des neuen James Bond sehe ich ganz klar den Schmiedi. Ja, ja, René. Ich bin es René. Super. Gratulieren. Ich muss vielleicht ein bisschen präzisieren. Der Schmiedi ist das Double von James Bond. Er ist körperlich optimal in Form. Der René hingegen bringt andere Qualitäten mit. Und insofern ist er definitiv der neue James Bond. Schmiedi, mein Freund, ich bin so, meine Herren, es geht los. Wir proben jetzt ein paar Action-Szenen aus dem Film. Als erstes gerade mal die Sequenz mit dem Skitöff. René, komm! Boah! Den Töff? Hin! Komm, nicht Platz! Ja, ja, ja! Kannst du anlassen? Anlassen, ja. Bond. James Bond. Wir müssen wechseln. Weißt du, jetzt wird es gefährlich. Jetzt gehst du ja vom Töff runter. Genau, und darum für das haben wir das Double. Ja. Soll ich ein Käferli nehmen? Genau, du musst dich aufwärmen. Schmiedi? Ja. Jetzt kann ich mal fahren. He? Super. Nein, nein, weißt du, du musst nur da den Hang ab. Du musst da runterfallen. Aha. Du bist Double. Ja, das ist kein Problem. Ich bin auch körperlich zu weg. Immer ich hat es echt. Gut gewesen, Schmiedi! Umziehen, Föhne! Jenny, magst du schon wieder? Ja, ja, komm, ich ziehe ihn durch. Ja, 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 ja. Weißt du, wir kommen jetzt eben zur nächsten Szene. Das ist die Verfolgungsjagd. Aha, das ist ja, ich muss vorrennen. Genau. Aha. Du musst einfach dort runter. Dort runter? Genau. Mhm. Jetzt machen wir mit dem Kaffee. Kannst du mir geben? Komm mal gerade wieder. Also. Oh! Gut gewesen. Jetzt kommt das Double. Schmiedi! Kann ich Kaffee haben? Konzentrieren, Schmiedi! Und Sprung! Langsamer werden! Langsamer, langsamer! Hey, Schmiedi, was machst du? Schmiedi, Entschuldigung. Wäre das jetzt nicht mein Job? Okay, Jungs, ist alles klar? Nahkampf? Kein Problem. Ja, ja. Schmiedi! Toi, toi, toi. Komm, los, Migi. Gut, alles klar, bist du bereit? Ja. Gut. Achtung, go! Schiss mich langsam an, ich könnte doch ihren Film selber machen.
James Bond! Weiß ich doch nicht! Wir haben ihn verloren, Scheiße! Amelie, das haben wir gleich. Wir haben ihn abgehängt. Habe ich von meinem Freund MacGyver gelernt. So, die Landung vorbereiten. Doch, gerade noch mal gut gegangen. Und haut ab! Ihm nach! Was meinst du mit ihm nach? Verfolg ihn! Ich habe aber keinen Fallschirm! Ist aber raus! Mach schon, er haut ab! Hier spricht die Glatze! An Boden ratten! Und kommt vorbei! Schnappt ihn euch! Okay, Glatze. Hey, ihm nach! Wo ist er denn? Da ist er. Ich schneide ihm den Weg ab. Das gibt's ja nicht! Hab ich doch gewusst! Ich muss sofort ins Dorf! Wie geht es das? Ah, hier! Wusste ich's doch! Das funktioniert nicht! Hallo. Hallo. Kommen Sie rein.
Sie wollen mich also umbringen? Aber natürlich. Womit denn? Gift. Meine Waffe. Und wenn das alles nichts nützt, meine Geheimwaffe. Verführen? Ja, natürlich. Warum denn? Also warum? Das steht aus einem Drehbuch. Das ist sicher, steht doch im Drehbuch. Rühren, nicht schütteln. Halt, so werden Sie mich erkennen, ich Dussel. So, jetzt erkennt mich niemand mehr. Ihr lacht dessen? Ach, köstlich. Und eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses? Um die Stimmung ein bisschen zu heben. Hey, Sie! Sie können den Tisch wieder mitnehmen. James Bond. In den Hauptrollen René Rindlisbacher als mutiger James Bond. Er hängt am Hubschrauber. In der Rolle der gefährlich schönen Nora. Corinne Waldmeier. Und gleichzeitig Regisseurin. Bond! Stefan Schmiedlin als Double von James Bond. Und als Bösewicht die Glatze. Hier spricht die Glatze! An Boden rassen! Bond kommt vorbei! Schnappt ihn euch! Bond. James Bond.